Mit ganz besonderen Glücksbringern gehen die DFB-Frauen bei der WM in Kanada ins Rennen. Ein kleines Kissen und ein extra angefertigtes Trikot, verziert mit dem Slogan Titeltraum, sollen für eine extra Portion Motivation sorgen. Der Titel ist einfach ein Traum für uns. Wir haben auch sehr viele Spielerinnen, die noch an keiner Weltmeisterschaft teilgenommen haben und auch nicht den Titel sozusagen gewonnen haben. Und deshalb ist es einfach ein Traum für uns, der noch ein bisschen in weiter Ferne schwebt, aber auf jeden Fall realistisch ist. Und deshalb finde ich das Motto total gut und passend für uns. Den WM-Hashtag sollen die Fans in den sozialen Netzwerken nutzen, um das deutsche Team zu unterstützen und so auch Teil des Traums zu werden. Wir leben inzwischen ja in Zeiten, wo das Thema Social Media allgegenwärtig ist, und dann lag dieser Hashtag Titeltraum eben nicht besonders fern. Und wir haben gesagt, das ist eben eigentlich das, was sich hier alle erhoffen, wovon alle träumen. Und deshalb nehmen wir diesen Hashtag und kommunizieren das in die Welt hinaus. Am Sonntag startet die DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste ins Turnier. Ein Auftaktsieg würde den Titeltraum weiter nähren und unter dem passenden Hashtag auch online Wellen schlagen.